Willkommen zu einer weiteren Folge Link's Awakening. Diese Folge werden wir diesen komischen Wurm in dem Dings besiegen und gucken, wie es weitergeht. Also, nach dem Intro geht's los. So, hier haben wir es jetzt mal aufgehört. Wir sind durch dieses Loch gefallen, um mal zu gucken, was da passiert. Und wir wollen eigentlich irgendwie diesen Wurm besiegen. Und ich denke mal, dass es dann weitergeht. Und wenn man hier in dieses Loch fällt, dann fällt man quasi unten in die Höhle, wo wir letzte Folge waren. Und fängt hier wieder von vorne an, denke ich mal. Deswegen gehen wir jetzt hier auf Nummer sicher, was schon mal gut funktioniert. Wir haben nämlich nur noch zwei Herzen. Nicht da rein. Na, wo ist er denn? Zack. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Glücksspiel, wo der rauskommt. Ich kriege aber auch nie mehr als einen Hit drauf. Ja. Ja, ein ganz schön kleines Becken hier, der arme Kerl, ne? Wäre ich auch ein bisschen aggro. Irgendjemand mitgezählt? Aha! So. Oh, der explodiert natürlich direkt. Ein Schlüssel nehmen, 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 nehmen! Na, jetzt ist er runtergefallen. Okay, aber wo ist der passende Tempel dazu? Ist das überhaupt ein Schlüssel? Sieht aus wie ein Schlüssel, ne? Ja, wo, ach ja, Wunderschlüssel, ja, natürlich. Klar, wir wollen ja zum Wasserfall. Richtig. Hier ist ja gar kein Tempel in der Wüste. Okay. Ach, warte mal, der hat doch auch irgendwas mit. Was hat der nochmal gesagt? Die See bringt Wellen, der Schlaf bringt Träume. Beide vergehen am Ende. Ach, das ist, ich bin nicht gut in sowas. Und in sowas anscheinend auch nicht. Fuck. Ja. Aus dem Weg. So, hier sind wir hergekommen. Nee, jetzt bin ich hergekommen. Das ist nur ein kürzerer Weg. Gibt's hier irgendwas? Ich glaube, das ist irgendwie nur tatsächlich. Hier, das ist doch. Verdammt nochmal. Jetzt fange ich schon wieder mit diesem Gebuddel an. Achso. Die Eule. Uhu, der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Ist das so? Du sollst zum Wasserfall in den Bergen gehen. Dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen. Okay, ein beherzter Sprung ins Nichts. Ich weiß immer noch nicht, warum dieser komische, dieses Muscheldetektor-Ding dann ausschlägt. Ich so, ach, jetzt bin ich ja schon wieder falsch. Ich hätte gerne eine Axt, um irgendwelche Bäume zu fällen, muss ich gestehen. Oh, was ist denn hier für eine Party? Bitte vergiss nie dieses Lied, oder mich? Ja. Total hinweg von Marins Lied. Habt ihr alle wahrscheinlich nur sowas zu sagen, ne? Total hinweg, ja gut. Ich wollte zum Teleporter. Wie kam ich denn da nochmal hin? Hier unten, ne? Was ist denn eigentlich mit diesem Brunnen? Okay, auf zum Wasserfall. Wie kam ich denn da noch? Ach, genau, wir hatten einen Teleporter da. Sehr schön. Brauchen wir gar nicht hinlaufen. Können wir direkt hin. Super. So will ich das. So, hier geht's los.
Aha. Wird einfach dicht gemacht. Okay. Das sieht nach einem Dungeon aus, aber von jetzt kommen wir von hier nicht dahin. Jetzt müssen wir tatsächlich, glaube ich, wieder da hoch zu den Bergen. Da waren wir ja auch schon mal. Ups. Da kamen wir beim letzten Mal nicht weiter wegen des Wassers. Aber da das ja jetzt weg ist, sollte das ja kein Problem mehr sein. So, ich glaube, hier ging es ziemlich lang, ne? Okay. Ein bisschen durch die Höhle, ne? Glaube ich. Ja, genau. Das war der Weg. Ups, ey. Da hinten war dann dieses Schieberätsel hier. Da unten mein Herzteil. Das haben wir ja schon. Das können wir einfach hier durch. Ups. Ja, da können wir noch nicht rüber, ne? Ach, falsche Tür. Ja, und diesen komischen Kerlchen müssen wir auch irgendwie noch da mit dem Wolken was zu essen bringen. Warte mal. Ich habe eine Ananas bekommen, ne? Von dem Bären. Vielleicht kann der die ja gebrauchen. Honig wollte er ja nicht. Aber vielleicht hilft ihm die Ananas. Ich glaube, wir müssen sowieso hier hoch, oder? Jetzt gerade gar nicht sicher. So, hier, ich habe eine Ananas. Hast du Bock drauf? Ja, habe ich. Ah, perfekt. Diese Ananas sieht ja lecker aus. Ich muss sie gleich essen. Wie schält er die denn? Lecker, ich gebe dir fein. Ah, Hibiskus. Da wissen wir auch, wo der hin muss. Der kommt auch wieder zurück zum Zoodorf. Da war ja dieses... Diese Dame. Fühlt sich wie neugeboren. Geil. Freut mich für dich. Können wir hier wieder runter, ne? Wir auch schon überall drin. Genau, und jetzt kommen wir hier vorbei. Jetzt müssen wir gucken, bevor ich jetzt da runter... Ich wollte gerade sagen, bevor ich jetzt da runter gehe. Ich kann einmal gucken, was hier ist, aber hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Gut, dann hüpf. Uhuhu. Gehen wir erstmal hier unten rein. Ah, das ist doch ein Shortcut. Warte mal. Der war doch... Kommen wir doch quasi auf die andere Seite, ne? Wo der Teleporter war. Oder? Ja, super. Sehr schön. Boah, es kann nicht wahr sein. Ich hatte jetzt echt gar nicht gedacht, dass dieser Stein halt jetzt dauerhaft weg ist. Und man sich diesen Weg hier sparen kann. Ah, so ein Scheiß. Aua! Ja, jetzt gehe ich gleich wieder in diesen Dungeon mit nur zwei Herzen. Egal. Das Schöne ist, man verliert ja nichts, wenn man stirbt, außer jedes Mal ein bisschen Würde. Oh, davon ist sowieso nicht mehr viel über, also ist das auch egal. Das ist lästig jetzt, diesen ganzen Quatsch hier. Na, ich sterbe schon vorher, bevor ich überhaupt da ankomme. Ich überlege gerade, ob ich einfach direkt... Das war schon super. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich überlege einfach direkt schon mal zu sterben, wenn man das hinter sich hat. Okay. Wir kommen da heute noch an. Rennen. Oh, hier geht's runter.
So, jetzt aber. Der nächste Dungeon. Und der heißt Wundertunnel. Okay, ist vielleicht doch kein Dungeon, nur ein Tunnel oder was? Ne, ist ein Dungeon. Gott. Dachte gerade schon. Wie war das denn mit euch nochmal? Ach doch, genau. Ich wollte gerade sagen, müsst ihr euch irgendwie auf den Rücken schmeißen. Und dann konnte man euch killen. Da drüben ist eine Truhe. Okay, ich kann die auch selbst andotzen. Ich brauche nicht warten, bis die quasi bei mir sind. Oh, direkt der Kompass am Anfang. Sehr schön. Das, was wir im letzten Dungeon als letztes gekriegt haben, kriegen wir jetzt hier als erstes. Hier unten ist eine Truhe. Oh, Wasserläufer. Ach, ich bin so dumm. Alles wegmachen hier. Ein kleiner Schlüssel. Super. Jetzt können wir hier nach rechts gehen. Ja, warum nicht, ne? Guck mal, es gibt für jede Schlüssel für jede Tür einen Schlüssel, denke ich mal. Ach Gott, ey, jedes Mal. Das lässt sich aber auch schlecht unterscheiden. Vor allem, wenn da so Schatten sind, irgendwie. Achso, das war dumm. Hier brauche ich einen neuen Schlüssel. Können wir gar nicht weiter. Oder muss ich hier alle Gegner besiegen und kriege einen? Nee, ne? Das wäre zu einfach. Ja. Zack. Okay, dann müssen wir doch oben rum. Das hier irgendwas? Kann ich das oben verschieben? Nein, ich glaube nicht. Schon sehr auffällig hier, diese ganzen Dinger. Oh, hier gibt's Bomben. Aber wenn ich da jetzt reinspringe, bin ich hier auch tot. Jetzt hau ich hier wieder ab. Aber vermutlich brauchen wir dann noch Bomben. Irgendwie. Links ist nichts. Außer irgendein Secret. Grunds erstmal die Truhe. Bestimmt auch ein kleiner Schlüssel. Oh, der Schnabel. Ich habe noch gar keine Eule gefunden, aber schon mal ein Schnabel. Naja. Das wird noch kommen. Was ist denn hier oben? Hier ist nichts. Noch eine Truhe. Mein Gott, die kriegst du ja hier wirklich hinterhergeschmissen. Oh, und die Karte. Perfekt. Sehr schön. Dann schauen wir doch mal gerade, wie das hier aufgebaut ist. Es gibt schon mal nur eine Etage. Das finde ich schon mal gut. Das ist ja mal relativ übersichtlich. Okay, jetzt haben wir aber immer noch keinen kleinen Schlüssel. Hier kommen wir jetzt nicht weiter. Wie kommen wir denn an die Truhe hier? Weil dafür müssen wir erstmal in den Raum, ne? Ach, hier kommen wir runter. Ach, kann ja rennen und springen. Hopp. Manchmal steht man auch so ein bisschen auf dem Schlauch einfach, ne? Okay. Oh, warte mal, wie können wir die denn? Hallo? Ah, okay, die können wir anscheinend nur killen, wenn die gerade nicht propellerieren. Das Wort habe ich gerade erfunden. Dich schieben wir jetzt als Sache, oder? Ja. Oh. Warum kommen da Stacheln raus? Ein kleiner Schlüssel. Achso, es sah nur so aus. Es sah gar wie aus, wenn da Stacheln rauskomme. Aber es war nur die Wasseranimation, die gestoppt hat quasi in dem Moment, wo ich den Schlüssel eingesammelt habe. Hier müssen wir doch bestimmt irgendwie alle Gegner killen, oder? Hier sind so viele Gegner. Spawnt doch bestimmt noch irgendwas. Komm mal hier runter. Okay, was ist mit dir? Können wir die killen? Ich glaube nicht. Hier gehen wir jetzt nach oben. Oder? Oh. Gehen wir zurück. Ne, wir gehen erstmal weiter. Da ist uns auch so. Nur noch ein Raum. Oh! Och. Angst, dass mich anspringt hier. Oh! Mann, oh Mann. Zeug, Zeug, Zeug. Ich habe Angst. Das sieht doch nach Dungeon-Item aus, oder? Müssten ja wahrscheinlich dann irgendwas sein, was mich... Alter! Oh, okay, der trifft mich hundertprozentig. Ne, es sind keine Schüsse. Aua. Kann man gegen die nichts machen? Egal, wir müssen sowieso zurück, also...
So, jetzt haben wir zwei kleine Schlüssel. Das heißt, wir kommen hier auf jeden Fall durch. Aua. Komm, lass mich in Ruhe. So, weiter geht's. Ich habe ein Gefühl, dass wir sehr schnell durch sind mit diesem Tempel hier. Es läuft ja alles wie am Schnürchen. Zumindest uns bis gerade. Da kommen wir anscheinend irgendwie noch nicht hin. Achso, hier können wir natürlich drüber springen. Den können wir wegmachen. Noch einen Schlüssel haben wir. Du bist ein bisschen lästig. Okay, den können wir aber nicht. Zack. Wie war denn das mit diesen Viechern nochmal? Konnte man. Ja, die kann man einfach schlagen, okay? Teil der macht ja eigentlich. Hätte ich lieber die Schutzeicheln. So oft wie ich sterbe. Hey, warte mal, wie kommen wir jetzt. Kommen wir jetzt nicht rein oder was? Sagen. Hä, aber ich dachte, es gibt nur eine Etage. Okay, das ist anscheinend irgendwie nur eine Abkürzung. Oder ein Verbindungsstück von irgendwo nach irgendwo anders. Das uns nicht so richtig weiterbringt, weil hier ist ja irgendwie nichts. Okay. Vielleicht ist noch irgendwie ein Secret, wenn wir dann doch schwimmen können. Hier spawnt auf jeden Fall irgendwas. Ja. Alles klar, dann wissen wir jetzt schon mal, dass der Schlüssel nämlich jetzt wahrscheinlich da unten reingefallen ist, wo wir gerade waren. Den können wir aber natürlich noch nicht erreichen, weil wir nicht schwimmen können. Ah, da ist unsere erste Eule. Jetzt kriegen wir mal einen Tipp hier. Das, oh! Halleluja, das war knapp. Kann ich dich auch einfach ins Wasser schubsen? Ersauf! Das Funkeln der Platten ist des Rätsels Lösung. Okay. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, was mir das sagen soll. Hier funkelt mal gar nichts. Hilft uns das, wenn wir da rüber gehen? Nee. Oder ist da unten irgendwas? Müssen wir hier alle Gegner killen? Ah, doch, hier geht's weiter. Da kommen wir nicht rüber. Ah. Das ist ja schon ziemlich lästig, ne? Ups. Aua! Was haben wir denn hier? Flossen? Ah, ein Blob! Hm. Tja, hier geht's irgendwie zum Boss. Müssen wir die alle aktivieren oder was? Oh ne. Ah, warte mal. Okay, ich fürchte mal, dass wir irgendwo was verpasst haben, um uns ein Muster zu merken. Hier ist doch auch schon wieder nur ein Monster drin, oder? Ne. Ah, ein Schlüssel. Das war. Was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Das war dumm. Ich glaube, das hilft nur, wenn man zurückgeht. Ne, das ist nicht richtig. Okay.
Also das ist auf jeden Fall die erste. Das ist aber nicht die zweite. Das ist auch nicht die zweite. Dann ist die zweite die da hinten. Ja, das hilft uns ja jetzt nicht. Fehlt uns ja irgendwie jetzt noch was für... Hier kommen wir nicht vorbei, ne? Ach, da! Da geht's weiter. Zurück! Da oben waren wir auch noch nicht. Oh! Und gleich schon wieder tot. Ja, noch weiter zurück. Mag es nicht. Oh, das war knapp. Okay. Durch die Mitte. Oh, Zwischenboss. Mit einem Herz. Das wird super funktionieren. Ah, der dreht sich um. Nö. Können wir einfach weiter? Nein. Nein, von vorne kann ich ihn aber auch irgendwie nicht killen. Ich vermute mal von hinten. Bin mir echt gar nicht so richtig sicher, wie ich den jetzt kille. Muss ich gestehen. Muss ich den quasi überholen? Also. Aber der dreht sich halt sofort um. Nein, so auch nicht. Merkwürdig. Zauberpulver wird mich ja auch nicht weiterbringen. Da hätte ich ja hier Bomben kriegt, ne? Ist ja halt echt die Frage. Ah doch, da komme ich sogar von hier dran. Da muss ich ja wohl irgendwas mit den Bomben machen, aber... Wie? Was? Also vorne, das hat ja gerade erstmal nichts gebracht. Bin ich jetzt doof? Wie kam ich denn jetzt da nochmal hin? Ich muss... Ach, falsch gelaufen. Ich muss ja von unten da dran. Ach, von hier komme ich auch nicht darüber. Ey! Ah, aus dem Weg. Nee. So. Ich habe schon wieder noch 3 Herzen. Kann ich denn eigentlich irgendwie so ein bisschen schräg springen? Ja, kann ich. Kann ich doch vielleicht auch hier rüber jumpen, oder? Probier das jetzt einfach mal. Was soll schon schief gehen? Außer, dass mich dieses Viech natürlich kriegt. Na, da fehlt ja aber nicht viel. Nein, zu früh. Okay, das geht anscheinend tatsächlich nicht. So, oder? Irgendwie genau so gemacht, dass es nicht passt, oder was? Lass mich in Ruhe. Wäre mal nett, wenn ich darüber komme, ohne alle Herzen zu verlieren. Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was war denn das für ein... Habt ihr das gesehen, was der Selbstmordblob hier? Schutzeiche. Was soll ich? Aua.
Schön, dass du mich dadurch treffen kannst, ich dich aber nicht. Okay, wir kriegen Bomben. Da muss man doch irgendwas mit Bomben zu tun haben, oder? Sehe ich das falsch? Das macht mir so gar nichts. Okay, Tatsache. Ich muss ihn nicht überholen. Und dann von hinten erwischen. Das war sehr anstrengend jetzt, ne? Vor allem sterbe ich halt, ich hätte jetzt mal auch einen Hit ab. Ich brauche halt gar nicht rennen eigentlich, ne? Sofern er sich nicht umdreht, schafft das halt auch so. Jetzt habe ich dich. Nein. Ach komm. Wie viel hält er denn aus? Nein. Kannst du jetzt bitte sterben? Ist das denn nötig, dass der jetzt hier 12 Schläge braucht? Also ich meine, das Prinzip wird ja jetzt nicht schwieriger, oder? Außer dass vielleicht irgendwann mein Joystick einfach nur den Geist aufgibt, weil ich wahrscheinlich im Kreis laufe. So. Jo, Zwischenboss. Erledigt. Dafür kriege ich jetzt aber nichts, ne? Jetzt will ich aber trotzdem nochmal gucken, was hier oben ist. Das war, glaube ich, doof. Ist das wieder auf, wenn ich reinkomme? Ja. Nix da. Bleibt Gefäß offen. Muss ich hier wohl irgendwas verschieben? Das sieht irgendwie so aus. Nee. Nee. Okay, das ist tatsächlich, glaube ich, nur diese Mechanik hier mit dem. Das war eng. So, also wenn hier jetzt nicht das Dungeon-Item ist, dann weiß ich es halt auch nicht. Oh Gott, bitte jetzt nicht sterben. Jetzt, wenn ich das Item habe. Jawohl, Schwimmflossen. Perfekt. B zum Tauchen oder A zum Schnellerschwimmen. Jetzt kann ich auch drauf gehen. Das ist jetzt auch nicht egal. Ach, hier kommen wir sowieso wieder zurück. Richtig, was sind denn das für Viecher? Ah! Okay, das wird uns jetzt die Reihenfolge angezeigt für das andere Rätsel. Wo wir vorhin nicht weitergekommen sind. Was sind das für komische Schweineviecher hier mit? Machen die auch irgendwas? Okay, ja, einfach, also unten rechts, oben links, oben rechts, Mitte. Und hier kommen wir jetzt, ups, schneller wieder zurück. Shortcut, sehr gut. Okay, und hier brauchen wir das dann auch direkt. Ich möchte bitte erst alle Viecher töten. So, unten, ich habe ein bisschen Angst ins Wasser zu gehen, nee, passt, okay. Oben links, oben rechts, Mitte und unten links. Schwupp. So, was kriege ich jetzt? Ah, ein Geheimgang. Okay. Schauen, wo der hinführt. Ich fühle mich beobachtet. Ja gut, das ist in der Super Mario Mechanik, ne? Das ist jetzt nicht allzu schwierig. Hopp. Jetzt musst du bitte einmal runterfallen.
ich gerade kurz Angst, dass er mich zerquetscht oben. Passt aber. Ah, okay, jetzt sind wir hier ganz am Anfang. Hier müsste dann bestimmt der große Schlüssel drin werden, ne? Super. Damit kann ich die Tür zum Bossraum aufmachen. Und es ist auch tatsächlich jetzt nichts mehr viel über. Da ist noch eine Truhe und hier ist noch eine Truhe. Ja, die können wir uns eigentlich jetzt nochmal irgendwie holen. Ups. Es sei denn natürlich, wir sterben jetzt vorher. Was gut sein kann, weil ich mich jetzt hier gerade in den Tod gestürzt habe. Ich schwimme einfach. Tauch unter euch durch. Ach ja, hier ist ja auch noch irgendwie ein Knopf. Kann ich unter den durchtauchen einfach? So, wo geht's denn hier hin? Ah, hier brauchen wir noch einen kleinen Schlüssel. Die hilft mir natürlich jetzt auch nicht. Mit einem halben Herz bin ich natürlich trotzdem tot. Völlig egal, was die machen. Okay, hier war eine Rubine. Da müsste hier noch ein kleiner Schlüssel sein, ne? Okay. Oh, ja. Oh, super. Das war keine Absicht, aber egal. Die Folge ist sowieso vorbei. Und, ja, beim nächsten Mal machen wir dann den Boss. Beziehungsweise holen wir uns noch die eine Truhe und dann machen wir den Boss. Also. Bis dahin, abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, lasst gerne ein Like da und kommentiert fleißig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir den Boss von diesem Dungeon hier legen. Also bis dahin. Ciao.